warum es der Gastronomie so schlecht geht. Obacht. Frauen sollten gar nicht in Kneipen gehen. Sie machen alles verkehrt. Eine Frau, die allein in eine Kneipe geht, um dort Alkohol zu trinken, fällt je nach Konsum in eine der folgenden Kategorien. Trinkt sie ein Glas Prosecco, ist sie eine Tussi. Keine echten Probleme kennt. Trinkt sie ein Glas Wodka, hat sie Probleme, die keiner hören will. Trinkt sie ein Glas Bier, ist sie wahrscheinlich eine Emanze. Trinkt sie eine Flasche Prosecco, wird sie bald Probleme bekommen. Trinkt sie eine Flasche Wodka, ist sie das Problem. Trinkt sie mehr als 4 große Bier, ist sie ein Kerl. Frauen, die alleine in Kneipen gehen und keinen Alkohol trinken, sind Spaßbremsen. Was gar nicht geht, sind gemischt geschlechtliche Paare in Kneipen. Wir unterscheiden hier Angeber und Aufgeber. Aufgeberpaare kommen nach dem Fernsehgucken am Samstagabend, um sich den anderen vor dem Geschlechtsverkehr noch mal schön zu trinken. Lest doch mal. Ja, ich bin ja. Lass sie klatschen, brauchen wir noch zum Schneiden. Obwohl beide gleich schlecht aussehen, trinkt er mehr. Dann nörgelt sie. Dann wird er erst richtig hässlich. Daraufhin will sie miteinander reden. Beide gehen nach Hause, wo er weder zu sich noch mit ihr kommt. Unschön. Auch für die anderen Gäste. Angeberpaare hingegen machen genau das, was der irische Volksmund als sein Geld vor den armen Leuten zählen bezeichnet. Sie knutschen. Vor den gescheiterten Existenzen an der Theke. Sie trinken zu wenig. Sie lachen dabei und knutschen noch mehr. Das macht die gescheiterten Existenzen schon vor dem amtlichen Siedepunkt, 10 Bier, 4 kurze, aggressiv, sodass diese vor der Zeit vor die Tür gesetzt werden müssen. Also bevor sie ihren täglichen Beitrag zur Kneipenerhaltung trinken und zahlen konnten. Ganz schlecht fürs Geschäft. Manch ehrlicher Trinker und Stammkunde, der zu viel Geknutsche beobachten musste, nahm sich daraufhin gar das Leben. Und kam gar nicht mehr wieder. Oder ging woanders trinken. Beides sehr, sehr schlecht fürs Geschäft. Schwule tanzen zu viel und trinken nicht genug Bier. Lesben reden zu viel darüber, wie gern sie doch tanzen und trinken täten. Am allerwenigsten jedoch ist der alleinstehende oder sich alleinstehend gebärdende Mann in Kneipen zu ertragen. Er versinkt in Selbstmitleid und Gin Tonic, versucht auf Wortkarg zu machen, allerdings so laienhaft, dass man ihn nicht mit einem Barhocker verwechseln und so behandeln kann. Er heult im schlimmsten Fall, erzählt von wilden Racheplänen, die er hegt und pflegt und schaut sich dabei mit einem Auge nach einem neuen Opfer um. Kurzum, der alleinstehende Mann kommt in die Kneipe, um Säufer zu werden, wird dort aber zur Frau. Männerrudel dagegen müssen nicht in Kneipen gehen. Männer sind schon betrunken, sobald mehr als 3 von ihnen aufeinandertreffen. Frauen in Rudeln müssen nicht sein. Bleibt allein der Wirt und sein Hund. Vielleicht besser so, beißt er wenigstens keinen.